Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Das Mix-It-Trash-Paket ist bei mir angekommen. Es geht jetzt in Runde 4. Also es hat sich auch ein bisschen was geändert, weil es sind ein paar nicht mehr dabei. Es sind auch ein paar neue dazugekommen. Also wir sind insgesamt mit mir trotzdem wieder 8 Personen, die sich gegenseitig halt was hin und her schicken. Mix-It bestehend aus Beauty, Deko und Food, also Essen. Genau, jeder wie er will. Also wenn das, was rausgenommen wird, so wird auch wieder reingetan, also im gleichen Wert auch. Und genau. Die anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, also unten in der Infobox sind alle Links zu den Kanälen von den ganzen lieben Leuten, die da mitmachen. Auch von den neuen dann verlinke ich euch alle. Schaut auch gerne da vorbei und auf jeden Fall geht's jetzt los. Der Karton wird gefühlt immer schwerer und größer, also er passt gerade so ins Bild, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was da alles so Schönes drin ist, was ich für mich rausfinden werde. Ich schmeiß mal ein bisschen Verpackungsmaterial hier zur Seite in meinen Wäschekorb rein. Hier ist auch schon das erste eingepackt. Ich denke mal, hier sind auch ganz schön viele Geschenke wieder dabei. Genau, damit fangen wir an. Das war aber eigentlich von der Lydia. Moment, ich muss mal hier kurz gucken. Hä? Runde 4? Fragezeichen. Ja genau, Runde 4. Die Karten waren natürlich schon vorgelesen. Achso, von der Lydia genau waren die Kerzen als Geschenk. Die Karte lege ich mal hier zur Seite. Also dann können wir uns hier so eine Kerze aussuchen. Es sind noch 3 Stück da. Und ich nehme jetzt einfach auch mal die. Ich weiß gar nicht, nach was die riechen soll. Ich nehme jetzt auch einfach mal hier diese helle, diese weiße. Passt zu allem, würde ich sagen. Deswegen vielen Dank, Lydia. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Ich denke mal, wie gesagt, weiß passt zu allem, deswegen habe ich mir die rausgenommen. Dann hier was von Sophie, ab in Runde 4, ein Tee für jede. Ein kühler Tee, also so ein kalt zum Aufgießen. Hier ist Himbeere und Kirsche, vielen Dank Sophie. Werde ich auf jeden Fall trinken. So, dann geht's weiter. Wartet mal, von wem ist das? Hier sind auf jeden Fall Campino-Bäulchen drin. Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit nicht so viel die Videos nachverfolgt aus unserer Gruppe, weil ich halt keine Zeit wirklich mehr habe. Deswegen schaue ich meistens nicht so die Videos, also von anderen allgemeinen Videos schaue ich eher selten. Hier ist auch eine kleine Karte dabei. Upsala. Lydia, Sophie, Doreen, Manu, Yvonne, Jessie und Irene. Und wem mag das sein? Das Glück liegt in den kleinen Momenten des Lebens und diese sollte man genießen. Von Mirka. Genau, also Mirka war vor mir dran. Das hätte mir eigentlich auffallen müssen, aber okay. Wow, Runde 4. Ihr Lieben, und weiter geht's mit unserem tollen Paket. Ich hoffe, es werden noch viele Runden folgen. Jede darf sich 4 Bonbons nehmen. An dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss, bis ganz bald, eure Mirka. Also Mirka, wie gesagt, war ja vor mir dran, ganz lieb. Genau, dann nehme ich mir jetzt 4 Bonbons für Runde 4 im Raus. Sehr, sehr coole Idee. 1, 2, 3, 4. Also ich habe jetzt 2-mal gelb, 1-mal orange und 1-mal rot. Dankeschön. Die schmecken auf jeden Fall sehr, sehr gut. Packe ich dann auch wieder rein für die anderen Mädels. Dann machen wir trotzdem mal weiter. Was ist denn das Schönes? Was ist das? Ach, das ist ein Dekoteil, ne? Ist das ein Dekoteil? Ich glaube, das ist wie so ein Traumhänger oder sowas zum Aufhängen. Kann ich leider nicht gebrauchen, deswegen geht das weiter. Genauso wie der Haarreif. Ich benutze keine Haarreifen, deswegen darf ich das weiterwandern. Also ich habe zwar hier Babyhärchen und sowas, aber trotzdem
benutze ich halt keine Haarreifen mehr. Früher habe ich das oft benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich hier noch eine Karte von der Manu. Auch von mir einen kleinen Goodie und wer mag, kann sich noch ein Rezept rausnehmen. Also Mentos einmal kann man sich rausnehmen. Hier haben wir Orange und Apfel. Ich nehme Apfel raus. Dankeschön. Und was haben wir hier als Rezept von Anke Benzwelche? Ich muss mal gucken. Welche nehme ich? Gefüllte Paprika. Mediterrane Reispfanne mit... Ich muss mal kurz gucken. Was ist das hier noch? Was auch mit Zucchini? Nee, ich nehme die mediterrane Reispfanne, weil Reispfanne essen die eigentlich sehr, sehr gerne. Deswegen nehme ich das. Dankeschön. Ja, also ganz, ganz viele Geschenke wieder. Dann haben wir hier, was haben wir hier Schönes? Ah, was von Ikea, eine Dose. So sieht das aus. Wofür könnte man das benutzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genug Dosen. Sieht sehr, sehr cool aus, aber ich habe leider genug Dosen. Und ich wüsste jetzt im Augenblick nicht, wofür ich das nehmen sollte. Ah, hier ist noch eine kleinere Dose zu. Okay, also die gehören anscheinend zusammen. Noch eine? Nee, hier ist ein Trockenshampoo drin. Von Isana, Trockenshampoo für dunkles Haar. Ich habe zwar dunkle Haare, aber noch mega, mega viel Trockenshampoo da. Deswegen darf das weiter wandern. Und ich habe auch vor Jahren mal eins von Batiste gehabt für dunkles Haar. Und da muss ich sagen, das hat mega gefärbt. Also das hat sich überall abgefärbt. Deswegen bin ich mit so einem getönten eher vorsichtig. Hier haben wir ja, wie gesagt, die Goodie-Boxen, die vollgefüllten. Und da fangen wir jetzt mal an mit der Goodie-Box Nummer 1. Da haben wir drin... Eine Highlighter-Palette, Gimme Gimme Glow von Essence, so sieht die aus. Highlighter, wisst ihr ja, benutze ich nicht, deswegen darf ich weiter. Dann ein Fächerpinsel von P2, hat jetzt auch keine Verwendung für, oder? Nee. Gut, dann darf das auch weiter wandern. Dann von Foamy eine feste Duschpflege. Ich traue mich ganz ehrlich gesagt nicht so an die festen Dinge rein, deswegen darf das weiter wandern. Und ich habe auch genug Duschgel noch da, deswegen. Prime and Style, eine Shaping Cream. Ich glaube, die war schon mal drin, oder? Trockenes Haar mit einer... Ja, das ist weiter wandern, das ist für die Haare. Genau, und dann hier noch ein Body Make-up. So sieht das aus. Darf auch weiter sein. Genau. Also aus der Box habe ich schon mal nichts gefunden, aber das macht ja nichts. Das darf alles wieder zurück. Vielleicht sind die anderen Boxen noch gut gefüllt. Dann noch so eine kleine Box. Hier ist noch eine. Ich habe jetzt irgendwie halt keinen Platz bei so viel Make, bei so viel Zeug. Eine kleine Tüte drin. Da ist eine Lidschattenpalette drin von Maybelline. Darf weiter wandern. Ein loses Pigment, genau, von P2. So sieht das aus. Und das Use Lift Express Lifting Gel darf auch weiter wandern. Also aus der Tüte auch nichts. Aber hier ist noch mehr drin. Hier ist noch von Makeup Revolution. Auch ein Pigment drin, aber sowas benutze ich nicht, deswegen darf das weiter wandern. Und die Nude A Mirror Palette von Revive de Loup, die habe ich selber. Genau. Oder? Ich glaube, die hatte ich vorhin erst gesehen. Da ist er. Da ist meine. Genau, also die habe ich selber. Deswegen darf das weiter wandern. So, also Box Nummer 2 darf auch wieder zu. Ich hoffe, ich kriege das hier alles so zu. Ja, Box Nummer 2 ist auch zu. Dann haben wir hier noch eine Box.
So sieht die aus. Die ist auch schön frei gefüllt. Hier ist eine Palette drin, Fab Factory. Ach so, das war die, die so knallig war. Darf weiter wandern. Schauen wir mal. So. Dann ist hier eine Seifenschale drin. Darf auch weiter wandern, weil ich benutze keine Stück Seifen. Mag ich nicht, deswegen. Dann ist hier noch drin. Von Rimmel London auch Highlighter, Contour und Blush. Tut mir leid, aber auch das darf weiter wandern, weil ich benutze ja kein Highlighter und Co. Dann ein Bodyöl darf auch weiter. Und hier ist noch ein Lippenbalsam drin von der Irene eigentlich gewesen. Das hat anscheinend keiner aufgenommen, deswegen darf das trotzdem weiter wandern. Genau. Auch Box Nummer 3 haben wir. Geht auch ganz schön flott hier heute, du. Aber ich kenne halt viele Produkte schon, weil die immer wieder weiter wandern. Keiner die irgendwie rausnimmt. Deswegen, ja. Schauen wir mal hier an die Seite. Oh, ein M-Asam Buttermilch Orange Eau de Parfum. Das ist leider, man riecht leider nichts. Nee, ich habe so viel Parfüm leider. Aber M-Asam ist so eine tolle Marke. Deswegen darf das aber weiter wandern. Dann 10 Wärme hatte ich schon gesehen. Irgendwie das hatte ich mal gesehen. 5 Paar sind hier drin, darf weiter wandern, hat keine Verwendung für. Dann haben wir hier Corny-Riegel. Hupsala. Limited Edition 1996, weiße Schoko und Cookies. Ist auch noch haltbar. Ich überlege gerade, das nehme ich mir raus. Ist das okay? Oder ist das jetzt auch ein Geschenk von irgendwem? Ich weiß es nicht. Also ich lege das auf jeden Fall beiseite. Wenn das so drin ist, nehme ich es auf jeden Fall raus. Weil ich gehe jetzt wieder arbeiten. Meine Elternzeit ist ja jetzt vorbei. Und da möchte ich jetzt immer zum Frühstück halt so Müsli-Riegel dann essen. Weil wirklich Hunger habe ich nicht früh. Aber trotzdem, um halt die Zeit zu überbrücken, habe ich mir jetzt auch selber Müsli-Riegel gekauft. Und deswegen passt das sehr, sehr gut. Genau, dann geht's weiter. Hier ist auch noch eine Goodiebox. Muss nur mal gucken, dass es auch heile bleibt. Hier sind Waterdrops drin, also so eine Tabletten, die man halt auflösen kann. Habe ich aber schon eine Probe da. Dann Raspelsticks, Meerrettich mit Raspeln, würzig scharf. Ich mag kein Meerrettich, deswegen darf das weiter wandern. Dann haben wir hier noch was zum Essen drin. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass wir schon in Runde 3 sind. Ich glaube, das war auch von Mirka. Da hatte ich mir schon was genommen, deswegen darf das weiter. Einmal Puddingpulver, habe ich genug da. Ich backe leider nicht so viel. Dann Paradiescreme Stracciatella. Stracciatella ist nicht so ganz so unseres, deswegen darf das weiter. Ein Müsli-Riegel Granola, also von Granola in der Variante Haselnuss. Den nehme ich mir auf jeden Fall raus, weil wie gesagt, habe ich vorhin schon. Dann hatte ich das reingepackt, kommt natürlich raus. Genau, weil das darf jetzt mal was Neues reinwandern, deswegen. So, das hätten wir auch. Dann Nummer 5, Goodiebox. Nummer 5. Achso, hier kommt auch mein Täschchen, was ich gepackt hatte. Ich muss da mal reinschauen. Warum ist da eigentlich so viel drin? Wer möchte das alles nicht haben? Also ich nehme jetzt mal, nimm zwei einfach mal raus, weil das war auch von Runde 3.
Dann haben wir hier noch Badetabletten drin. Ich frage jetzt einfach mal, ob wer das noch möchte. Ansonsten behalte ich die gerne und packe halt einfach was Neues mal rein. Genau. Oder ich packe so einfach was rein. Dann ist auch noch weiterhin mit drin hier mein Essens-Lip-Balm. Das würde ich aber tatsächlich noch weiter wandern lassen, weil es sind ja noch welche dazu, die nach mir halt dran kommen. Deswegen darf das weiter wandern. Essens-Volume, durchsichtiger Lipgloss, nutze ich nicht, darf weiter wandern. Dann ein Concealer von Claire, darf weiter wandern. Sayas Augenbrauen-Kit darf auch weiter wandern. Sag mal. Dann haben wir hier noch von Matt Maske eine Augenmaske. Die möchte auch irgendwie keiner haben. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich weiß es nicht. Steht jetzt auch wirklich. Ich benutze halt da keine Augenmaske, ne? Und eine Palette halt noch, die halt schon ewig drin sind oder ist. Deswegen darf das weiter wandern. Sehr, sehr schade. Genau. Und das. Dann haben wir hier noch die letzte Goodiebox. Ja, und dann war es das auch schon. Das kommt mir irgendwie alles so wenig vor. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier haben wir ein Armband drin, sowas benutze ich aber nicht, deswegen darf das weiter. Was haben wir hier noch? Ein Anhänger von Cricut. So sieht der aus, aber sowas mag ich auch nicht, deswegen darf das weiter. Den Anstecker von Primark darf auch weiter. Averde Naturkosmetik ein Rouge darf weiter wandern. Dann hier haben wir noch eingepackt was von Fit Me, ein Blush. Ist leider alles nicht so meins. Dann Tropical Bronzer, da habe ich einen ähnlichen da. Dann Lurus High Erde, Hydro Booster, zwei Phasen Pflege, einmal eine klärende Maske und ein Hydro Booster, die behalte ich, weil ich habe noch nie sowas benutzt, also diesen Hydro Booster Zwei-Phase-Pflege. Deswegen behalte ich das mal. Dann habe ich hier von mir noch reingepackt, hier diesen Eyebrow Powder von Miss Lynn, der darf auch weitergehen erstmal. Weil wie gesagt, das sind ja noch neue dazugekommen und die sind erst nach mir dran. Dann Tasty Donut Fliegender Cremeschaum, darf auch weiter. Dann der Cognac Sponge, der darf auch weiter. Dann dieses Body Spray. Dann hier zur Deko was. Und als letztes hier immer noch diese Kette, aber die darf auch noch weiter wandern. Jo, das war's auf jeden Fall. Ich pack das jetzt hier erstmal da rein. Wie finde ich, dass es weniger geworden ist? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So. Wo ist der Deckel? Hier ist der Deckel. Ich habe noch 2 Minuten Restzeit. Ich mache das gleich so, ganz in Ruhe. Guck jetzt einfach nochmal durch, ob nicht doch wirklich irgendwas für mich dabei ist. Das ist ein bisschen wenig, finde ich diesmal, oder? Das war das Essen. Dann habe ich hier noch die. Hier war ja das alles. Echt schade. Echt schade. Dann war ja das hier drin. Achso, das Pigment dann noch. Dann habe ich hier noch eine. Da war das und das.
Ich glaube, ich finde nichts mehr. Die letzte nochmal. Also, oder die erste besser gesagt. Was ist denn das jetzt hier? Kann ich nicht mehr auf? Doch, Entschuldigung. Das war ja das und das. Nee, leider nichts dabei. Leider nichts dabei. Aber gut. Also ich habe wie gesagt das, die Maske, den Riegel und wenn das für als ein Paket oder als ein Produkt zählt, dann das. Genau. Das andere sind alles Geschenke. Genau. Und wie gesagt, ich überlege jetzt mal, wer was möchte von den Geschenken. Ansonsten, ja, ich packe auf jeden Fall noch was rein und da dürfen sich halt die auch bedienen, die Mädels. Und ja, das war das Mixed Trash Paket. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mich waren es jetzt nicht so viel dabei. Ja, also das, ich habe jetzt alles ausgepackt von dem Mixed Trash Paket. Wie gesagt, es war für mich jetzt nichts dabei so wirklich. Ich überlege jetzt nochmal, nö. Auch das Parfüm nicht, weil wie gesagt, ich habe genug Parfüm. Sehr, sehr schade. Ja, es ist halt nur was zu essen und eine Maske dabei. Ja, mal gucken, was die nächste Runde bringt. Ansonsten vielleicht mache ich dann einfach mal eine Pause, weil es bringt ja nichts, wenn für mich immer kaum was dabei ist und ich das von A nach B dann verschicke. Ja, ich packe das jetzt alles ein und packe auch wieder was Neues rein. Ich glaube, die Irene ist nach mir dran. War das so? Ja, ich glaube, die Irene ist nach mir dran oder ich weiß es nicht mehr. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wer das nächste Mal denn dran ist. Verfolgt gerne auch die Videos, auch die anderen Runden. Da könnt ihr ja auch gerne mal reinschauen, was da alles so Schönes drin war. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!